Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenrat am Donnerstag, den 19. November. Ich grüße an dieser Stelle und wir wollen natürlich gleich wieder auf den FX-Markt schauen, der sich wieder in einigen Zügen und Schritten sehr, sehr interessant zeigt. Heute übrigens dann die letzte Sendung für diese Woche. Morgen für alle die auch in Frankfurt verweilen auf der World of Trading, werde ich dann hier keine Sendung halten können. Bin dann eher auf dem Weg nach Frankfurt, wenn Sie dort sind. Vielleicht sieht man sich. Doch jetzt erstmal mit Blick auf den Markt. Das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken wurde auch gestern schon im JFD-Devisenradar jeden Mittwoch von 15 bis 16 Uhr behandelt. Und wir haben hier den Wochenchart unter die Lupe genommen und Grund genug, uns diesen genau nochmal anzuschauen. Sehen Sie sich dieses Bild an, ohne viele Umschweife. Eine sehr, sehr große Range seit 2011 bis eben hier zum aktuellen Handelsmonat, Handelswoche. Und wir sehen hier dieses Rechteck, wo das Währungspaar mehr oder minder mit diesem Ausbruch hier zum Schweizer Franken Crash. Man erinnert sich hier an den 15.01. Geschichtsträchtig, was hier passiert ist. Obgleich, wie gesagt, die Erholung hier relativ zügig auch wieder Einzug hielt. Also wer hier diesen Ausverkauf am Tag drauf in der Woche danach zum Einstieg nutzte, der wurde mittlerweile gesegnet von eben über 2500 Pips Performance. Nichtsdestotrotz ist die Situation jetzt hier gerade diese und da sehen Sie hier oben, wir oder das Währungspaar selbst versucht sich aktuell vielmehr an der Überwindung dieser oberen, im Prinzip deckelnden Widerstandszone um 1,5460, 1,5470, 1,55 rund. Sie sehen, hier gab es im Juli 2012, dann hier nochmal im Juli 2014, dann nochmal September 2014 und schlussendlich hier Dezember, Moment, hier September und dann jetzt hier Dezember 2014 und eben im Januar, bevor der Crash erfolgte, hier den Ausbruchsversuch, dieses Niveau zu überwinden. Und die aktuelle Wochenkerze, sofern sie denn so bleibt, wir haben heute natürlich noch einen Handelstag vor uns und morgen ebenso, aber wenn die Wochenkerze so schließt, oberhalb hier deutlich von 1,55, dann wäre im Prinzip der weitere Weg gen Norden geebnet. Und diese große Seitwärtsrange, hier den Schweizer Franken-Crash ausgeblendet, dürfte sich dann entsprechend nach oben potenziert durchaus fortsetzen können. Das ist charttechnisch eine sehr, sehr interessante Konstellation. Also wenn wir diese Range mal grob als Projektionsansatz nehmen, dann wäre, obgleich das nicht in dieser Kürze der Zeit passieren müsste, sondern natürlich dann auch ein Stück weit ausgedehnt, dann wäre hier eine weitere Aufwertung umgekehrt, eine weitere Abwertung des Schweizer Frankens, gerade beim Crossrate British Pfund Schweizer Franken zu erwarten. Und hier neben diesen zunächst kurzfristig zu lokalisierenden Widerstand 1,5875 rund hier auf Wochenbasis wäre technisches Potenzial und das lässt sich dann hier anhand dieser Widerstandszone bei 1,70 knapp 1,69 definieren. Rein von der Projektion wäre sogar Luft hier bis in den Bereich 1,7250 etwa. Jedenfalls haben wir hier ein taktisch sehr deutliches Ausbruchssignal, welches hier eben unabhängig von der bereits erfolgten Erholung hier in der Anschlusswoche nach dem Schweizer Franken-Crash nochmalige Performance nach oben verspricht. Und da sprechen wir eben auch wieder von knapp 1700, 1800 Pips, die mittelfristig, also mit Blick auf mehrere Wochen, Schrägstrich Monate, durchaus möglich wären. Das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken in jedem Fall in einer sehr, sehr interessanten Konstellation. Und das schauen wir uns auch hier nochmal auf Tagesbasis an. Hier die Annahme vom gestrigen Webinar. Jawohl, es kann hier durchaus direkt weiter hochgehen. Wahrscheinlich morgen auch, das ist durchaus möglich. Dann jedoch idealerweise ein Pullback an dieses Ausbruchslevel 1,55, 1,54, 50, 1,54, 70, 1,55. In jedem Falle so ein Stück weit ein kleiner Rücklauf an dieses Level wäre charttechnisch gesehen eine Glanzleistung und nochmal eine Bestätigung des Ausbruchs und überdies eben eine nachträgliche Chance, um hier einen Einstieg zu finden, um dann praktisch den nächsten Ritt nach oben mitzumachen. Rein saisonal, das haben Sie vielleicht jetzt eingangs schon gesehen, sieht es nicht ganz so positiv aus. Mit Blick auf die kommenden 20 Handelstage hier dann eher schwach ausgerichtet, das Währungspaar. Jetzt zoomen wir uns mal ein Stück weit rein saisonal betrachtet in die Zukunft und gehen 60 Tage nach vorn. Wie sieht es hier saisonal mit oder im Hinblick der letzten 15 Jahre aus, da sehen Sie eher dürftig, aber Preis schlägt Saisonalität. Das heißt, wenn jetzt hier der Preis wirklich nach oben ausbricht und starkes Momentum aufweist, dann kann sich die Saisonalität natürlich auch umkehren. Aber einfach mal für den Hinterkopf hier die Situation, dass das Währungspaar eher
angezählt ist rein von der Saisonalität. Obgleich das Momentum der Chart, hier ist die Prämisse zu setzen, ganz klar bullisch wirkt. Insofern darf man das hier durchaus mal ausblenden. Und interessant hierbei jedoch die heutige bzw. die Vektor-Fuzzi-Logik des Währungspaars hier auf Stundenbasis. Wir sehen hier praktisch den vergangenen Verlauf und anhand dessen die projizierte Ableitung einer möglichen Preisbewegung. Und die sieht für heute sogar noch einen richtigen Spike nach oben vor. Das ist ja natürlich eine starke Hausnummer. Wir laden jetzt einfach mal auch noch die Daten der Vergangenheit und zoomen uns das mal hier auf Tagesbasis mal raus, wie denn die Fuzzi-Logik das Ganze sieht. Aber im Sinne der Saisonalität, ja, überrascht es wenig, dass der Preis hier anhand der Fuzzi-Vektor-Logik, anhand der starken Bewegung bisher und der Saisonalität hier nach unten zeigt, rein statistisch und rein saisonal. Aber wie gesagt, hier nochmal als Anmerkung, die Saisonalität und auch die Statistik wird hier, wenn das Momentum stark ist, ganz klar vom Preis selbst geschlagen. Und wir haben hier eben eine Ausbruchssituation vorliegen, die hier mittelfristig weiteres Potenzial verspricht, in enormer Höhe. Faktisch jedoch aufpassen, wann kehrt sich's um? Wann könnte die Saisonalität hier doch nochmal zuschlagen? Das wäre meines Erachtens der Fall, wenn wir hier 1,54 speziell 1,53 unterschreiten. Also hier theoretisch zwar den Ausbruch aktuell vollziehen, aber dann die Rücksetzer zu deutlich werden, dann wäre hier speziell unter 1,53 im Sinne der Saisonalität und Fuzzi-Logik dann wohl doch eher eine Abwärtsbewegung zu erwarten. Und man sollte hier natürlich, auch wenn man ein präferiertes Szenario hat, was hier ganz klar nach oben zeigt, auch immer den Plan B in petto haben für den Fall, dass der Markt eben doch anders tickt, beziehungsweise eine andere Sichtweise an den Tag legt. Insofern mal aufpassen, was das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken heute noch macht. Wir haben aktuell hier den Stundenchart. Da haben wir jetzt den Ausbruch über das Vortageshoch gesehen. Das hat schon im Stream die Traderin Martha gut erwischt im Sinne des Rainbows. Positive Rainbow-Struktur hier auf vielen Zeitebenen, wenn ich das mal kurz zeigen darf. In Guidance haben wir hier mit dem RB-Indikator auch die Möglichkeit, den Rainbow hier zu zeigen. Und Sie sehen, das ist hier eine sehr, sehr bullische Geschichte. Das Momentum überrascht natürlich nicht, weil wir hier positive Impulswellen eine nach der anderen haben. Der Rainbow mega positiv aufstrukturiert. Und insofern der heutige Ausbruch auch sehr, sehr logisch. Jetzt kommen wir ein Stück weit zurück. Man sollte sich, oder der Preis sollte sich vielmehr hier im Bereich 1,5550, da wo wir jetzt sind, mehr oder weniger stabilisieren. Zu tief, also neues Tagestief, wäre jetzt eher unschön, da wir hier gerade im Stundenchart-Intervall hier auf dieser Zone, Moment, das machen wir grüne Unterstützung, hier sollten wir nicht drunter gehen. Da haben wir im Prinzip die gestrigen Hochs vom frühen Abend, späten Nachmittag, dann der Ausbruch, dann hier Test des Ganzen in der Nacht, Test des Ganzen hier in der European-Londoner Session und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, dass wenn der Preis wirklich hier deutlich unter 1,55 zurückgeht, spätestens hier bei 1,5520 wieder aufdrehen müsste. Oberhalb dessen bleibt im kurzfristigen Bereich die Lage durchweg bullisch. Also das Währungspaar hier auf jeden Fall eher in dieser Montur hier unterwegs. Plan B wäre, wenn wir wirklich zurückkommen, dass er sich hier fangen muss. 1,5520, 1,5510, da sollte er stoppen im kurzfristigen Bereich. Dann hätten wir hier den Plan B. Und wenn es hier eben unter 1,55 geht, Pivot Point 1,5493, ja, dann könnte das gestrige Tagestief durchaus interessant werden. Und dann werden wir hier relativ schnell bei Preisen von 1,54 und dann wäre der direkt bullische Ansatz, den wir im Prinzip jetzt hier sehen, doch schon ein wenig eingetrübt. Aber dazu mehr, wenn der Preis sich weiterentwickelt hat. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten. Wenn Sie mögen, hören wir uns dann natürlich am kommenden Montag wieder. Ansonsten sieht man sich vielleicht in Frankfurt. Ich wünsche jetzt erstmal eine gute Zeit. Viel Erfolg beim Trading. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.